Herr Siegmund, 3 Minuten. Ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wenn die Menschen in diesem Land gerade andere Sorgen haben, dürfen wir nicht vergessen, was in Deutschland in den letzten 2 Jahren passiert ist. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir immer damit rechnen müssen, dass solche Entscheidungen auch wieder in Zukunft auf uns zukommen können. Das hat man gerade heute gesehen. Der Bundestag hat wieder aller wissenschaftlichen Erkenntnisse, wieder aller Fakten das Infektionsschutzgesetz verlängert. Und das ist in meinen Augen eine gigantische Sauerei, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben nämlich, auch wenn es, wie gesagt, viele nicht auf dem Schirm haben, immer noch Maßnahmen, beispielsweise die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die auch im Infektionsschutzgesetz wieder ja nicht jetzt gekippt wurde. Sie herrscht immer noch und sie gilt für viele Berufsfelder und auch für unsere Soldaten. Und das kann nicht sein, weil sie der Beweis ist, dass Wissenschaft und Logik für diese Regierung überhaupt keine Rolle spielen. Und das ist das Gefährliche, weil es immer und immer wieder in Zukunft zu einer ähnlichen Situation kommen könnte. Und das wird einem besonders bewusst, wenn man mal wirklich sachlich reflektiert, welchen medizinischen Herausforderungen wir hier entgegenstellen. In diesem Land, und das prophezei ich jetzt schon, gehen ja in 5 bis 10 Jahren in der Versorgung absolut die Lichter aus. Und das möchte ich in 2 Punkten begründen. Erster Punkt, die Menschen, die gerade unser Versorgungssystem am Laufen halten, vor allem in der Pflege, die gehen in den nächsten 10 bis 15 Jahren zu einem Großteil in Rente. Die stehen diesem System nicht mehr zur Verfügung. Parallel aber wird sich der Bedarf verdoppeln und vervierfachen, weil ältere Menschen tendenziell natürlich häufiger zum Arzt gehen und auch eher pflegebedürftig werden. Und das heißt, dass wir einfach jeden einzelnen Mitarbeiter in diesem System brauchen, händeringend brauchen. Und da kann es nicht sein, dass wir jetzt mit dieser Impfpflicht bis heute die Menschen aus dem System drängen, immer mehr verlassen ihren Beruf, weil sie diesen Druck nicht mehr aushalten. Allein in Sachsen-Anhalt haben wir 10.000 Bewertungsverfahren gegen ungeimpfte Mitarbeiter. In einem 2 Millionen Einwohner-Bundesland kann sich jeder auf Deutschland hochrechnen. Und das ist in meinen Augen wirklich unmöglich, dass diesen Menschen dieser Druck auferlegt wird, dass sie aus dem Gesundheitssystem rausgedrängt werden und somit unser aller Versorgung nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das zweite, der zweite Themenkomplex ist die ganzen Daten und Fakten, die jetzt nach 2 Jahren endlich auf dem Tisch liegen. Immer mehr Studien bestätigen, dass ein Geimpfter genauso ansteckend sein kann wie ein Ungeimpfter. Und damit ist das Hauptargument für diese Impfpflicht absolut obsolet. Kein Patient wird durch diese Impfpflicht geschützt, aber das will man hier gar nicht hören, weil man wie in einer Religion daran festhält. Immer häufiger sickern jetzt auch Informationen zu den Nebenwirkungen durch. Fast jeder hat in seinem Umfeld, und das kann keiner leugnen, Menschen, die eine persönliche Nebenwirkung erlitten haben. Das kann keiner mehr leugnen und die allermeisten Menschen werden sich keiner dritten, vierten oder sogar fünften Impfung hingeben. Das sagen immer mehr, das bestätigen immer mehr. Und auch die Bundes-KV spricht ja inzwischen von 2,5 Millionen Arztkontakten aufgrund von Impfkomplikationen. Das sind Zahlen, Daten, Fakten, die sich nicht leugnen lassen und die eine eindeutige Sprache sprechen. Und der letzte Punkt, es gibt jetzt endlich Zahlen zur Erhebung in den Krankenhäusern, sogar in der Volksstimme abgedruckt. Erhebungszeitraum Sommer 2022, wer kam denn in die Kliniken wegen Corona? 16% der behandelten Patienten waren ungeimpft, 3,3% hatten eine Impfung, 11,7% hatten 2 Impfungen, 55% der wegen Corona behandelten Patienten waren geboostert und 14% hatten sogar 4 Impfungen. Und das kann man nicht leugnen, das sind Zahlen, Daten, Fakten, die muss man endlich ergebnisoffen diskutieren. Deswegen lehnen wir Ihre Beschlussempfehlung ab. Die sieht nämlich weiter eine Impfpflicht vor. Wir möchten, dass das freiwillig ist für jeden Menschen und das kann man anhand dieser Zahlen einfach nicht ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ist das eine Frage gewesen oder eine Intervention? Naja, dann bitte. Wir sind in der 3-Minuten-Debatte, eine ja, Minute bitte. Ja. Ich möchte einfach nur wiederholen, dass das nicht zutrifft, dass Geimpfte und Nicht-Geimpfte genauso schwer erkranken und genauso leicht oder schwer andere infizieren. Natürlich gibt es graduelle Unterschiede, das ist klar. Natürlich können Impfungen auch Nebenwirkungen haben. Das ist ja von Anfang an nie bestritten worden, aber die Schutzwirkung ist einfach, steht in gar keinem Verhältnis dazu. Das sind alles Faktoren, die man abwägen muss und die sind abgewägt worden. Und das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Wir können kurz darauf reagieren. Vielen Dank, Frau Richter-Jorge. Bezüglich der Ansteckung habe ich bereits im Ausschuss sogar das RKI zitiert. Es gibt inzwischen unzählige Studien, die darauf hinweisen, dass die Ansteckungsgefahr entsprechend gleich hoch unter den entsprechenden Umständen sein kann. Ich kann Ihnen diese Studien gerne nochmal nachreichen. Und bezüglich der Infektion und der Schwere des Verlaufs. Frau Richter-Jorge, das muss jeder Mensch für sich selbst abwägen, ob er dieses oder das andere Risiko eingehen möchte. Das ist einfach nur der Standpunkt unserer Fraktion. Jeder kennt diese Umstände, jeder kennt die Risiken in die eine oder an die andere Seite. Wir möchten, dass das die Menschen selbst entscheiden können, dass sie selbst
das Risiko, wie Sie Ihren eigenen Körper abwägen können, das möchten Sie nicht. Sie möchten es per Pflicht, per Zwang lösen. Das haben wir jetzt schon wieder gehört. Und das unterscheidet uns einfach parlamentarisch. Und ich hoffe aber, dass sich irgendwann vielleicht doch die ein oder andere Fraktion innerhalb dieser Regierung den nackten Fakten gegenüber öffnet. Dankeschön.